Hallo und herzlich willkommen bei Blackbox Fireworks. Wir haben vor kurzem in den sozialen Medien ein Testvideo von einem unserer Produkte entdeckt, und zwar dem kubischen Kanonenschlag Donnerwürfel. Der ist bei dem Test leider nicht so gut weggekommen. Insbesondere wurde bemängelt, dass sich dieser Gegenstand schwer anzünden lässt und auch die Lautstärke nur so ist. Das nehmen wir sehr ernst. Es ist natürlich durchaus möglich, dass da mal ein, zwei, drei dabei waren, die nicht so toll funktionieren, aber ansonsten prüfen wir wirklich unsere Produkte sehr, sehr ernsthaft und übertreiben es sogar dabei. Aber nichtsdestotrotz nehmen wir das als Anlass, um dem nochmal nachzugehen, und unser Qualitätsmanager, der Ralf, wird euch gleich mal in einer Testreihe die Produkte vorführen. Natürlich machen wir einen ehrlichen Test, denn Beschiss bringt nichts, ihr kriegt es ja eh raus. Also viel Spaß beim Zuschauen. Für den kurzen Test nimmt Ralf Lorenz stichprobenartig einige Donnerwürfel aus der Verpackungseinheit. Anschließend baut er Messequipment auf. Und zwar exakt so, wie es für eine Zulassungsprüfung vorgeschrieben ist. Das heißt, der Böller muss 8 Meter Abstand zum Schalldruckpegelmessgerät haben. Und das wiederum muss sich in 1 Meter Höhe befinden. Dann kann es auch schon losgehen. Übrigens, in Deutschland sind für Knallkörper der Kategorie F2 maximal 120 Dezibel in 8 Metern Entfernung erlaubt. Wir zeigen rechts unten im Bild den gemessenen Schalldruck des jeweiligen Donnerwürfels. Ja, kurzes Resümee nochmal zu dem Test. Aus unserer Sicht ist das Produkt durchaus in Ordnung. Ich hoffe, euch gefällt es auch, und wir bedanken uns fürs Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!